Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer anderen Runde Watch Dogs. Wir sind in Pierce, wir rasen mitten durch die Chicago. Und wow, 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 wir kriegen die Kurve nicht. Nein, für die, die gestern nicht eingeschaltet haben, wir haben unseren Übeltäter. Soll heißen, wow, wir haben gestern Nicky befreit in dem Part. Nicky ist frei, Nicky hat jetzt Jax geschnappt, sich quasi von Jolanda entfernt, die natürlich allerdings ein bisschen pissig war und noch die Polizei rufen wollte, wie auch immer. Nicky ist raus aus der Stadt, hoffentlich inklusive Jax, und hoffentlich bleibt es auch dabei, dass die beide so in der Art und Weise, die sie da jetzt haben, in Sicherheit sind. Und des Weiteren haben wir eine Audiodatei zugespielt bekommen, und zwar ein Gespräch zwischen Iraq und Mr. Quinn, dem Obermotherfucker hier in der City, dem alten Saftsack, dem, ja, der Herzschrittmacher schon fast den Garaus gemacht hätte. Und das ist unser Ziel heute. Wir gucken mal ins Merlot. Das ist ja quasi sein Headquarter, sein sein Hotel, bei dem A alles anfing, zwischen Damien Branks. Also witzigerweise, und das muss ich dazu sagen, Damien Branks wollte er ja auch irgendwie irgendwas antun. Das heißt, wir haben ja damals im Merlot-Job, also das Hotel, mit Damien zusammen ausgeraubt. Und irgendwas haben wir, was wir vielleicht nicht gesehen haben, was ihn und sein Geschäft, was er da macht, in Bedrängnis bringt. Und das ist das Ziel unserer nächsten Investigation. Heißt das so? Investigation? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind wir mal hier und wir gucken mal, denn es gibt keinen Weg zurück. Und ich glaube, Aiden ist auch schon so ein bisschen bereit dafür oder hat so ein bisschen im Kopf, dass es gut in die Hose gehen könnte, im Sinne vom sein Leben ist into the Popo. Was ist denn das hier? Nur der Vorhof vom Merlot oder was? Alles klar. Stürzen wir uns in den nächsten Job. Kein Weg zurück. Das Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Mhm. Klingt wie ein Plan. Erreichen Sie das Merlot. Das wird bestimmt T-Bone sein. Wo bist du? Oh, Clara. Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Toll. Bitch. Okay. Merlot, auf geht's. Hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen Backup gebraucht von Clara. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen. Aber ich glaube, mit T-Bone haben wir schon einen ganz guten an der Hand. Hier ist auf jeden Fall eine Karre zum nachher Flüchten. Wenn wir den dicken alten Sack, obwohl, nee, dick ist er ja nicht, aber einfach nur ein alter Sack gekillt haben, erreichen Sie das Merlot. Belauschen Sie Quinns Party und finden Sie ihn. Oh. Was hat er denn vor? Ja, ich sehe dich. Nur mit der Ruhe. Vollidiot. Die Stadt ist voll von dem. Kamera? Kamera? Wir gucken mal hier an der Seite rein. Gibt's natürlich nix. Ist klar. Das kann er machen. Oh, Bankkonto. Wow, nein. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich. 880 Kröten. Jawoll. Was in Gottes Namen hat der bitte vor? Ja, hier gibt es überall Kameras und das ist genau unser Grund, weshalb wir uns hier irgendwie... Obwohl, nee, warte mal. Nein. Fuck! Ach,
Das Auslösen des Dingens war eigentlich der Kasus Knaxus. Ich hätte nicht erst mit der Kamera irgendwo gucken müssen, sondern gleich reingerannt. Okay, alles klar. Belauschen Sie Quinns Party und finden Sie ihn. Machen wir. Jetzt wissen wir wie. Komm hier rüber. Zack. Alles klar. Dann hacken wir uns mal da rein. Quinn gefunden. Kamerazugriff. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange, sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Gern geschehen. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Wo bitteschön kann ich denn hier... Nein, du hörst mir einfach nicht zu. Da kann ich. Das war knapp. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben Irak erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Wir haben einen Tipp zu der Clara bekommen. Ein kleines Team sollte sich schnell erinnern. Wir brauchen grünes Licht von Mr. Quinn. Aha. Wo geht Lucky hin? Warum steht er da wie so ein bekloppter Hund? Hab ich den Bürgermeister in der Hand. 8 Wochen hat es gedauert. Das CDOS hat ihn jeden Tag ins Visier genommen. Gerade mal 48 Tage später hatte ich mein Druckmittel. Beeindruckend. Genau wie das Material. Ich habe es ihm schon gezeigt. Und er sieht es genauso. Er ist auf jede erdenkliche Art ruiniert, wenn das ans Licht kommt. Aber ich muss das Material schützen. Wenn es publik wird, ist es nutzlos.
was ich sage. Der Quinn ist echt abgebrühter Hund. Und was machen die hier so mitten abseits vom Geschehen? Ich bin schockiert. Schockiert. So, hacken. Ach Gott. Okay. Einmal so, dann kriegen sie alle Saft. So, dann gehst du nach oben. Wenn ich das so mache, bist du hier hinten frei. Okay, dann leite ich dich nach oben um. Kriegst du von da Saft. Wenn ich dich dann hier nach so umleite, kriegst du Saft. Dann kriegst du Saft. Und so, und dann haben wir es. Das war ja eine leichte. Infiltrieren Sie das Hotel. Das machen wir. Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht mehr stealthy rein. Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. Diese Spinner glauben, dass sie die Stadt noch gebraucht. Na was? Wer war das? Na guck mal. Na guck mal zum Auto. Haben Sie ein Problem? Was ist da los? Ich habe jetzt wirklich ein Problem, weil ich wurde erkannt. Lasst euch von dem nicht verarschen. Du hast keine verfickte Chance. Tja, Lucky Kin, Lucky Kin. Das Lucky Kin, ja, das verwöhnt seine Gäste. Du bist tot, Mann. Hörst du mich? Ich bräuchte noch jemanden hier! Uff, 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 uff. Okay. Der kommt. Ich mach dich fertig! Lass dich nicht sehen! Gib einfach auf! So, Harakiri wird hier gemacht. Das kriegen wir alles hin. Töten ist eins unserer leichtesten Aufgaben. Okay, Gemcoms haben wir also keine mehr. Dann benutzen wir... Ach, wir können herstellen. Okay. Dann benutzen wir die USVs, um ein bisschen Havoc zu machen. Ach, warte, was soll er sonst machen? Komm wieder her! Nur komm, lauf. Sehr schön. Habe ich kein Problem damit, hier so ein Harakiri zu machen mit den Idioten. Warte mal kurz. Ach, da hinten ist noch einer. Hallo. Bam. Eins in die Fresse. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Den kriegen wir. Hey, ich hab was gehört. Was suchst du denn hier? Was? Nee. Das kann doch nicht sein. So, wieder gehackt. Sind wir wieder uns... Doc, hätte ich jetzt fast gesagt.
okay, außenrum. Verstehe. Na dann, wenn jetzt keine mehr kommt. Oh doch. Uff. Das war knapp. Wo gibt's hier? Da geht's. Einmal bitte zu Lucky Quinn. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Ja. Soll er. Ich glaube, dann bin ich bereit. Tolles. Sie toller Pullover. Barbara nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. So, jetzt geht's los. Den krieg ich, kein Problem. Weich ruhig aus, ich krieg dich ja doch. Wo sind sie denn alle? Im Besprechungsraum jedenfalls nicht. Wo ist? Wer schießt denn da? Ach, der da. Ach du Shit. Nicht gut. Wo sind die denn alle hin? Sag mal. Da werden wir ein bisschen was zu tun haben, aber das kriegen wir alles hin. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play NPS hier in Chicago bei Watch Dogs. Bis dahin, tschüss und bis dann.